Da können wir jetzt richtig viel upgraden. Es wird mega spannend. Oh, da wohnt jemand. Der kommt auch schon, der brüllt schon. Oh, das sind zwei. Das ist nicht gut. Oder sind es doch drei? Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier in Enshrouded. Die Sonne geht langsam am Horizont auf. Und wir sind schon wieder unterwegs. Wir wollen nämlich so ein bisschen die Gegend erkunden, die wir letzte Folge gesehen haben, von da drüben. Von dem Felsen aus, also von der, ja, wir waren oberhalb dieses Miasmas, ne, oben auf den Klippen. Und haben hier rüber geguckt. Und da unten, da brennt ein riesiges Bonfire. Große Ruine, ne? Das sieht irgendwie aus wie so eine ehemalige, ja, keine Burg, ne? Eher wie so eine schöne Siedlung mit Steingebäuden, also eine relativ reiche Siedlung. Und da unten haben wir Eingänge in den Felsen. Vielleicht ist da eine Mine oder sowas. Das gucken wir uns mal an. Da hinten ist dieses Sprengstofflager, das kennen wir ja schon. Ziemlich gefährlich da. Und wir gucken jetzt mal, was es da unten zu holen gibt. Da oben ist auch irgendwie so ein Posten, ne? Da können wir auch nochmal kurz vorbeigucken eigentlich. Mich hat so ein bisschen die Erkundungslust gepackt. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal so die Gegend hier an. Erkunden ein wenig, bis wir ein volles Inventar haben. Also ungefähr so in 5 Minuten dann. Und, da ist ein Wolf. Hat noch rechtzeitig in Deckung gegangen. Mach ihn weg. Jawohl. Boah, der war Level 3 oder so, ne? Der war ziemlich gut. Und dann gehen wir zurück nach Hause. Es gibt ganz viele neue Sachen zu craften. Ich habe auch schon so ein bisschen weitergemacht und vor allem auch Ressourcen gesammelt und so. Da können wir jetzt richtig viel upgraden. Es wird mega spannend. Oh, da wohnt jemand. Der kommt auch schon, der brüllt schon. Oh, das sind zwei. Das ist nicht gut. Oder sind es doch drei? Ein Wolf, der zählt nicht. Mach ihn weg. Der ist Level 3. Die sind alle Level 3 hier. Lauf. Die haben mich fast gekillt. Das ist nicht gut. Ich wechsle mal kurz Leiste. Essen. Oh. Du kannst auch nicht stehen bleiben beim Essen. Was ist denn los mit dir? So ein Freak. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Ja, okay, es ist nicht super weit. Wir sollten wieder Barfood einwerfen. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Wir trinken direkt mal so ein Wasser. Was war hier? Ach, das ist irgendwas verloren gegangen. Das finden wir wieder. Das liegt dann in unserem Kadaver quasi. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt unseren Buff verloren, ne? Gehen wir nochmal kurz in unsere Schlafkammer hier. Und holen uns unseren Komfort Level 5 Buff. Sollten wir haben, ne? Ausgeruht. Aber irgendwie auch nicht mehr. Na gut. Aber wir haben echt viel Ausdauer, also funktioniert alles gut. Wir laufen da wieder hin und legen uns mit denen wieder einzeln an. Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Die sind da alle Level 3, ne? Die sind da ziemlich stark. Und wir müssen das Barfood vorher essen. Während dem Kampf können wir wohl auch nicht hochrecken. Vielleicht mit zum Heiltrank. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann bringt es natürlich überhaupt nichts. Dann hauen sie uns in den Rücken und dann machen sie extra viel Schaden. Und das ist super wichtig, wie man angreift, ne? Also, wenn man die Gegner von hinten erwischt, dann macht es viel mehr Schaden. Und dementsprechend sollte man sich nicht von hinten erwischen lassen. Wir haben gerade ultra viel Ausdauer, ne? Sehr gut. Dann kommen wir hier ordentlich hoch. Und dann sind es nur noch ein paar Meter. Also wir sind eigentlich nicht so weit von zu Hause entfernt. Ja, hier ist alles in die Luft gesprengt. Ich habe auch schon wieder, aber wir hätten Sachen zu Hause lassen können, habe ich jetzt nicht gemacht. Wir haben so ein Schwert gefunden, das macht auch 14 Schaden, also das ist ähnlich gut wie der Streitkolben. Aber das Schwert macht halt mehr so Schnittschaden. Ich weiß nicht, ob das gut ist gegen Rüstung, wahrscheinlich eher nicht so, oder? Oh, wir haben gerade irgendwie 60% verloren, wieso auch immer. Egal, wir sind wieder da. Wir essen mal so eine Beere, sonst ein bisschen hochheilen. Oh, und dann können wir ja wieder so ein Fleisch essen, oder so ein Maiskolben noch besser. Jetzt müssen wir ziemlich viel kämpfen wahrscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall gefährlicher, wenn wir weiter von zu Hause wegkommen. Die Gegner haben jetzt höhere Levels. So. Und dann müssen wir das von Hand wieder in die Hotbar einsortieren, oder wie? Das ist ja ein bisschen doof. Ich habe so einen Bogen hergestellt.
Das können wir uns dann auch mal anschauen. Der ist jetzt scheinbar hier im Inventar irgendwie. Ich weiß nicht recht. Hatten wir nicht noch Fleisch? Ah, die Beeren. Und irgendwas war da noch in der Hotbar. Das fehlt jetzt. Oh, das rostige Schwert ist viel besser als das kurze rostige Schwert. Das hat viel mehr Haltbarkeit, ne? Und die machen auch Giftschaden. Okay. Können wir mal so als Backup-Waffe hier equippen. Genau, ich habe so einen Bogen hergestellt. Und irgendwas fehlt hier. Ah, das haben wir gerade gegessen, ne? Alles gut. Mit dem Bogen können wir zum Beispiel so Explosivfässer in die Luft jagen. Da sind aber jetzt, glaube ich, keine, ne? Das ist super praktisch. Holzpfeil oder Feuersteinpfeil können wir hier auswählen und können wir jetzt schießen. Und das braucht keinen Aktionsslot, sondern das landet irgendwie auf Q. Der ist aber auch weiter im Inventar, der Bogen. Also der braucht einen Inventarslot. Und im Charakterslot ist er hier oben, ne? Und da können wir, glaube ich, auch so einen Zauberstab equippen. Den könnten wir uns auch herstellen. Der ist wahrscheinlich besser, weil der braucht keine Munition. Wenn man den nur braucht, um Sachen in die Luft zu jagen. Handwerk, Zauberstab. Dann wird man wahrscheinlich am besten diesen Zauberstab nehmen und nicht den Bogen. Aber das können wir dann auch ändern, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich habe nicht mal meinen Streitkolben repariert, aber das Schwert ist genauso gut, also egal. Kommt der jetzt einzeln? Die kommen wieder alle. Hey, hey, hey. Wir versuchen es. Wir müssen uns erst so ein bisschen angreifen lassen, glaube ich. Jawohl, das war gut. Oh, die umzingeln einen halt. Also die sind schon ziemlich schlau, die Gegner. Das ganze Kampfsystem ist echt cool. Oh, der hat geblockt. Wir müssen, dürfen uns nicht gegen die Wand manövrieren lassen hier. Und die machen meistens so drei Angriffe. Und dann sind wir dran. Oh, das gab auf die Nase. Man kann aber nicht so schnell blocken. Also, wenn sie mich erstmal erwischen, dann nicht so gut. Und Ausdauer muss man auch drauf schauen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen wenig Ausdauer. Ja, das ist unsere Bonusausdauer. Mit dieser Ausdauerbar komme ich irgendwie nicht so gut klar, also. Ich weiß nicht. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ist irgendwie immer schwer zu sehen, wie da der Stand gerade ist. Oh, der hat richtig viel Metallschrott. Davon brauchen wir ganz viel. Metallschrott brauchen wir zum Nägel herstellen. Dann können wir uns so eine neue Metallrüstung herstellen. Das wird auch cool. Okay, ich glaube, wir haben alle erwischt. Noch mehr Metallschrott. Hier müssen wir öfter herkommen. Bäm, Metallschrott. Was war das? Eine Zündschnur. Okay. Wenn es zischelt, dann am besten laufen. Da war scheinbar irgendwie so eine Booby-Trap installiert, ne? Oh, das ist gut, was hier alles rumliegt. Gut, dass wir das alles in die Luft gejagt haben. Dann können wir die ganzen Einzelteile mit nach Hause nehmen. In den Kisten sind auch oft, ist oft Metallschrott drin. Oder Feuerstein. Mega. Coole Location. Ich weiß nicht, was das da ist. Komisches Gestell. Hier können wir nichts machen. Ich dachte, man könnte hier irgendwie so Fleisch braten oder so, aber sieht nicht so aus. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz und so. Nichts Spannendes. Wie sieht es denn hier drinnen aus? Skelette. Da ist Metallschrott. Das sind Kisten. Die sind immer verdächtig. Ah, kein Metallschrott drin leider. Und Felle. Okay. Und das hier ist... Oh, da kommen wir hoch. Da ist noch was gelagert hier. Okay. Ja, wir haben natürlich auch noch diese Handgranaten, ne? Die könnten wir auch mal einsetzen, wenn es ein bisschen kritisch wird. Da ist ein Bett zum Schlafen. Wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit. Mal schauen, wie lange es dauert, bis es wieder dunkel wird. Da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter geht es gut. Schluss mit dem Gequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft, also wird er bald aus dem Schacht kommen. Okay, vielleicht spielte er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Egal, er wird es überleben. Kann das sein, dass die hier einen irgendwie... Ist das so ein Lift oder so gewesen? Oh, da hängt so eine Fahne. Ich verstehe das nicht. Also einer ist irgendwo im Schacht gefangen. Oh, da ist ein Schacht, oder? Hier ist eine Kiste. Schwarzpulverkugel.
irgendwer ist im Schacht gefangen und hat nichts zu essen, habe ich das Gefühl. Oh. Oh. Das sind die Dinger. Das sind Minen. Jawohl. Sehr cool. Verflucht seien diese Trottel. Sie haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, seht ihr das an? Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt. Ich schwöre es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz. Sieh nur. War das Dieter? Also das ist auf jeden Fall eine Mine, ne? Machen wir mal diese Kiste wieder weg. Ich hoffe immer auf Metallschrott. Nee. Da kam sonst ziemlich häufig Metallschrott raus. Echt schade, dass wir da kein Glück haben. Mal gucken, was da drin ist. Ein Jägerbogen. Okay. Cool. Da müssen wir dann auf Bogen skillen, ne? Dass das Sinn macht, glaube ich. Gut, dann gehen wir weiter. Haben wir wieder neue, spannende Sachen entdeckt? Es gibt so Proxy Mines. Oh, da ist was. Ich habe was gesehen. Testen wir das. Mit dem Bogen. Bam. Das ist ein Loch. Die Fässer sind echt gefährlich. Das lohnt sich immer, weil man dann die ganzen Einzelteile einsammeln kann. Das ist wunderbar. Ich mag so Dinge. Zum in die Luft jagen. Okay, dann gehen wir. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Oh, was ist das? Eine Riesenratte. Wo kommt die denn her? Die war auch Level 3 und die hat Schaden gemacht, ne? Fellfetzen. Mhm. Also, da ist irgendwie so eine Rattenhöhle. Okay. Hier kann man was kochen, aber das Bett ist nicht mehr bereit hier. Das müssen wir mal wieder machen. Schauen wir mal hoch. Okay. Aussichtsplattform, oder wie? Cool. Dann gehen wir jetzt endlich mal da runter, ne? Wir wollten ja eigentlich diese Festung erkunden. Kommen wir hier runter? Nee. Ich glaube, da müssen wir wieder außen rum gehen. Den Busch nehmen wir mit. Machen wir Garn draus. Ja, wir gehen außen rum. Wir gehen den gleichen Weg wieder zurück. Sonst brechen wir uns da die Gräten, glaube ich. Das sieht mega spannend aus hier. Ich will da sofort hoch in die Berge. Und das alles erkunden. Aber ich glaube, wir schauen mal, dass wir da auch noch eine bessere Rüstung vielleicht rankriegen, bevor wir da hochstarten. Weil das doch relativ gefährlich hier ist, ne? Wir kriegen ziemlich viel auf die Nase, ehrlich gesagt. So. Inventar-Space sieht jetzt auch nicht mehr perfekt aus, wirklich. Wir haben ja jetzt einen besseren Bogen. Dann können wir doch den Bogen eigentlich auseinandernehmen. Dürfen wir aber nicht. Die Sense könnten wir zerlegen. Das machen wir mal. Den könnten wir zerlegen. Da haben wir auch ein besseres Schwert, das rostige. Bam. Und den dürften wir auch zerlegen. Aber den Bogen dürfen wir nicht zerlegen. Wir equippen den mal, wie wär's? Den besseren Bogen. So. Und dann schauen wir mal weiter. Mal gucken, was es da unten noch zu sehen gibt. Ich habe das Gefühl, wir werden heute sehr viel erkunden. Ist einfach zu spannend. Da vorne ist irgendwie so eine Kirche oder sowas, ne? In dem Nebel, in dem Miasma-Nebel. Und hier geht's runter, oder wie? Ja, ich glaube, hier kommen wir runter, wo wir hinwollen. Das sieht auch alles so ein bisschen aus wie Minen hier, ne? So. Man kann übrigens auch richtig coole Bau, wie sagt man, so Baugerüste bauen. Wenn man jetzt einen hohen Turm bauen möchte oder so, dann stellt man sich da Gerüste hin. Also ich freue mich schon so sehr aufs Bauen hier in dem Game. Wir haben ja erst ganz wenig gemacht. Das hier ist alles so Feuerstein, ne? Ich habe ja ständig auch meine Spitzhacke und so dabei. Die sollte ich vielleicht auch nicht immer mitnehmen. Wir brauchen einfach einen größeren Rucksack. So sieht's aus. Rotfels. Dann war das doch eine Burg, oder? Rotfels klingt jetzt nach einer Burg. Das ist eher so ein Fort. Ein Fort mit zwei großen Steingebäuden war das. Und da hinten ist noch ein Steingebäude. Und es wird gut bewacht scheinbar. Von diesen Sensen-Typen. Dann würde ich sagen, ist jetzt Sense, ne? Die kriegen jetzt auf die Nase. Schluss mit lustig. Mal gucken, was sie an Waffen dabei haben, außer Sensen. Ja, das könnte ein bisschen spannend werden. Aber das Kampfsystem ist ja wirklich genial. Also, ich bin absolut begeistert. Das ist wirklich ein spannendes Kampfsystem. Das ist nichts
so generisch Langweiliges, wie man das sonst meistens hat. Sondern die Gegner sind schlau, die versuchen einen auszumanövrieren. Das Blocksystem und so funktioniert. Jetzt habe ich, glaube ich, einen. Ja, das ist so ein Armbrusttyp, glaube ich. Wir holen ihn uns. Auf ihn! Blocken! Okay, wir haben es überlebt. Oh! Der ist ziemlich schnell. Okay, wir müssen öfter blocken. Die Armbrust lädt super schnell nach. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben es einmal auf die Nase bekommen. Mal kurz hochrecken. So. Das ist praktisch. Die Bären am besten auf dem alternativen, auf der alternativen Hotbar im gleichen Slot haben. Dann kann man immer mit Alt direkt wechseln. Man landet nicht immer in dem gleichen Slot. Ist das ein Schild? Getrocknetes Fell ist das. Okay. Sieht aus wie ein Schild. Rucksack ist voll. Das sind Nägel, die müssen wir mitnehmen. Die sind super kostbar. Alles, was aus Metall ist, ist kostbar. Okay. Ich glaube, wir müssen erstmal nach Hause, wie es aussieht. Honig? Das ist Wachs, ne? Können wir irgendwas hier lassen? Das ist alles kostbar. Fellfetzen. Nur den Bogen könnten wir hier lassen, ne? Den schmeißen wir mal weg, weil den können wir sowieso nicht auseinandernehmen. Dann nehmen wir die Nägel mit. Und da müssen wir jetzt Prioritäten setzen, was wir mitnehmen. Das ist ein bisschen doof. Da habe ich nicht so Lust drauf. Schauen wir mal hier außen rum. Wir säubern das langsam von hinten. Wir räumen das ganze, das Spielfeld von hinten auf. Da geht's rein. Da ist ein Wache. Komm mal her, du. Die sind zu schlau für mich. Ich wollte ihn austricksen, aber es hat nicht funktioniert. Mann, der ist echt gut. Oh, ich hätte ihn noch einmal draufhauen können eigentlich. Okay. Man muss das langsamer angehen, ne? Ich bin da immer so ein bisschen zu offensiv. Die machen mehr Schaden als ich, deswegen sollten wir es echt ruhig angehen. Und nur zuhauen, wenn es safe ist, ne? Was ist denn das hier? So eine Kiste. Da ist garantiert Metall drin. Oder? Sonst wäre sie nicht so haltbar. Alles Holz. Hier können wir schlafen, gut. Stoff. Wir hätten es in die Luft jagen können hier. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh Mann. Da muss ich besser hingucken. Und das Schöne ist auch, man kann hier alles zerstören. Wenn wir das nächste Mal hier sind, ist das alles wieder heil. Das heißt, das hier bleibt nicht so kaputt. Sonst würde ich das nicht machen. Ist ein bisschen schade, wenn da die ganze Welt kaputt ist. Aber das ist so gelöst, dass das nach dem nächsten Spielstart quasi alles wieder heil ist. Finde ich eine schöne Lösung. Sonst ist es halt einfach nicht schön zu spielen, ne? Wenn die ganze Welt komplett zerlegt und zerstört ist. Das ist irgendwie auch doof. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber hier gibt es fast nichts. Okay. Die verhüllten Lande sind da unten diese Miasma-Täler, ne? Die schauen wir uns auch noch an. Das ist noch ein bisschen gefährlicher als hier oben, glaube ich. Hirte des Donners. Fernkampfwaffe. 14. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Zauberstab. Den müssen wir jetzt nur irgendwie mitnehmen können. Oh Mann. Wir haben einfach zu viel Zeug. Wir könnten die Sachen hier da lassen. Die können wir nämlich nicht zerlegen. Und da werden wir uns einfach neue bauen. Neue Holzfäller-Äxte und so. Dann nehmen wir nämlich diesen Zauberstab mit. Und equippen den auch direkt. Zauberstab. Ausrüsten. Dann haben wir jetzt auf Q. Oh, wir brauchen doch Munition. Okay. Auch der Zauberstab braucht Munition. Dann bleiben wir erstmal beim Bogen und den Holzpfeilen. Wenn wir die alle verschossen haben, haben wir wieder Platz. Kaputt geboxt. Ja, dann gucken wir mal hier runter, oder? Da wartet schon einer. Oh, der hat mich jetzt gesehen. Aha. Der weiß aber nicht, wie er hier hochkommt. Er versucht's. Oh, hier hätten wir ihn in die Luft sprengen können.
Mach ihn weg. Oh, der hat geschrien. Jawohl. So war das besser. Da ist ja noch einer. Können wir nicht das Ding? Ja, zu weit weg. Oh. Jawohl. Den machen wir jetzt kalt. Oh, er hat wieder geschrien. Ich dachte, er haut. Da hat jemand eine Waffe, eine Armbrust oder einen Bogen oder so. Das ist der Typ da oben. Der kann uns nichts mehr. Der muss jetzt runterkommen. Kommt der runter? Nee. Oh, ich glaube, ich habe noch mehr gehört. Das könnte noch ein bisschen spannender werden hier. Wie kriegen wir den denn da runter? Da müssen wir rauf wahrscheinlich, ne? Wir schleichen uns mal außen rum. Da steht noch einer, glaube ich. Seht ihr Explosivfässer irgendwo? Nee, ne? Wir holen uns mal den hier. Hey, du! Oh, jetzt kommt er runter. Jawohl, geblockt! Das sind die besten Blocks, diese Instant-Blocks. So, der schießt gleich auf uns. Oder auch nicht. Oh, kaputt. Waffe gewechselt. Bam. Jetzt sind wir auch Level 3. Jetzt können die uns gar nichts mehr. Fertigkeitspunkt. Jawohl. Kann wieder hochleveln. Jetzt sammeln wir erstmal ganz entspannt alles ein. Das ist ja ganz schön crazy hier. Eine Beere essen. Hier ist gut Party. Oh, der Ausblick hier. Mega. Und hier ist alles voller Fässer. Nein, nein, nein. Okay, die habe ich nicht gesehen. Die hätten wir nutzen können, ne? Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir hätten den in die Falle locken können. Und wir hätten da drin sterben können, wenn wir reingelatscht wären im Kampf. Also vielleicht ganz gut, wie es gelaufen ist. Das nehmen wir auch alles mit. Das deckt alles, passt. Die Fässer, oh, da ist irgendwie so eine Mine oder so. Die können wir uns noch freisprengen. Das machen wir. Deckung. Wir waren ein bisschen nah dran. Gibt's da... Ist das Feuerstein? Nee. Wir haben keine Spitzhacke mehr und keinen Platz im Inventar. Das dürfte einfach Stein sein, denke ich mal. Wieso war der eigentlich da oben? Machen wir mal hier auf. Was gibt's denn hier drin zu holen? Nicht so viel. Alles verfallen. Da ist noch ein schönes Bett. Da kommen wir hoch, okay. Und hier geht's runter, okay. Das ist so eine Krypta, sowas. Explosivkugeln? Und hier ist der Haupteingang, hä? Jawohl. Haupteingang auch gefunden. Wollen wir runter in die Krypta schauen? Wir haben keinen Inventarspace mehr. Wir können eigentlich nichts mehr mitnehmen. Aber wir wollen natürlich wissen, was da unten los ist. Hier ist es dunkel. Und da ist einer. Klassischer Sensentyp. Okay. Provisorische. Das ist eine gute Sense, okay. Der hat eine gute Sense dabei. Oh, Licht an. Kiste. Feuerball. Okay. Das ist magische Munition. 50 Schaden. 6 Stück. Selten, das ist irgendwie mega kostbar. Okay, wir müssen das mitnehmen. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten den Streitkolben da lassen. Der ist... Schnittschaden, Giftschaden. Oh, der ist eigentlich besser als das Schwert, ne? Giftschaden ist nicht so cool. Ich will die Waffen... Wir brauchen eine Fackel, die müssen wir mitnehmen. Die Waffen will ich eigentlich auch alle mitnehmen. Wir könnten noch was essen, aber da wird nichts frei. Kein Slot durch Essen.
Wir lassen mal den Feuerstein hier löschen und das Wachs. Mal wieder zwei Slots gewonnen. Dann nehmen wir vielleicht die Sense mit. Die können wir ja direkt auseinandernehmen vielleicht auch. Und die Feuerbälle. Mega. Ach, und das war's dann eh schon. Ausrüstung reparieren. Bam, bam. Also ich habe den Kolben ein bisschen lieber. Ich glaube, Giftschaden macht ja dann Schaden über Zeit wahrscheinlich, ne? Das wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen die sofort aus den Socken hauen. Ach, das war nur ganz klein hier. So ein kleiner Keller. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt langsam wieder nach Hause. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir hier, keine Ahnung was, alles aus den Socken hauen und dann die Sachen nicht mitnehmen können. Deswegen machen wir uns langsam auf den Rückweg. Oh, mega. Können wir hier so trommeln? Nee, ne? Wir können ja durch den Vorderausgang gehen. Dann ist es nochmal spannend. Ach, hier geht's ja auch raus. Gehen wir halt hier raus. Oh, Metallschrott können wir nicht mehr mitnehmen. Das ist schlecht. Nee, wir gehen jetzt. Wir kämpfen jetzt nicht mehr. Macht keinen Sinn. Wir können eh nichts mitnehmen. Wir können jetzt hier links gehen. Das ist, glaube ich, fast der kürzere Weg. Machen wir das mal. Ich kenne mich noch nicht perfekt aus hier. Wir können entweder da rechts hochklettern und dann wieder runterklettern und so. Oder wir gehen durchs Miasma unter der Brücke durch und dann rechts hoch. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Und hier kennen wir es auch noch nicht. Dann können wir schon mal so ein bisschen gucken, was uns hier erwartet. Und das nächste Mal, wenn wir hier vorbeikommen. Oh. Schauen wir uns das mal näher an. Da gibt es irgendwie so einen unterirdischen Miasma-Fluss oder sowas. Da könnten wir mal runtergucken. Das sieht crazy aus, ne? So ein bisschen wie so ein Fluss, aber ist kein Fluss, sondern so eine tiefe Schlucht. Krass. Die Welt ist halt auch so spannend zu erkunden. Genau, dann können wir direkt hier hoch und dann sind wir gleich wieder zu Hause. So, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen geschlafen, sind jetzt wieder fit und auf den Beinen. Und jetzt wird mal ordentlich gecraftet. Ich habe so ein paar richtig spannende Sachen entdeckt. Wir haben ja wieder ganz viele Rezepte freigeschaltet. Das hier ist so ein cooles Gerüst. Also es gibt so Baugerüste. Mega cool. Das wäre Gerüst B, heißt es. Das erste hat eine Leiter, ne? Das hier hat, glaube ich, keine Leiter. Das heißt, da muss man irgendwie, die muss man aneinander stellen. Kosten wohl das Gleiche. Ziemlich cool. Könnten wir mal eins herstellen, oder? Zum Testen. Und dann habe ich hier bei Stauraum jetzt die neuen Kisten mit drin. Wir haben ja immer diese winzigen Truhen gebaut. Jetzt gibt es die kleinen Truhen, die haben ein bisschen mehr Platz. Die sind super teuer. Die kosten nämlich 6 Nägel. Und Metallschrott ist immer knapp. Wir stellen jetzt trotzdem noch eine her und nutzen die dann direkt, um eine magische Truhe herzustellen. Diese magischen Truhen sind wahrscheinlich genauso groß, ne? Aber wir können die nutzen, um die ganzen Ressourcen da reinzupacken. Und dann müssen wir die nicht im Inventar haben, um zu craften. Das ist super praktisch. Weil das Inventar ist ja eh immer voll. Und deswegen stellen wir uns die jetzt mal her. Die kostet Miasma-Flüssigkeit 15, Sporen 15. Also die kostet einen Großteil der Ressourcen, die wir bis jetzt gefunden haben. Also die ist wirklich teuer. Aber ich glaube, das ist es wert. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und die stellen wir dann direkt hier neben diesen, neben die Werkbank. So. Bam. Und da können wir jetzt sämtliche Ressourcen reinpacken und dann sollten wir trotzdem an den Tischen und so craften können, obwohl wir die Sachen nicht im Inventar haben. Das ist super praktisch. Das ist die Ressourcenkiste. Das nehmen wir jetzt alles mit und packen das alles hier rüber. So. Stapel. Alles ablegen. Bam. Hat es hoffentlich jetzt nichts aus dem Inventar genommen. Ich glaube, also aus den Hotbars genommen. Ich glaube nicht. Sieht gut aus. Und die ist aber ziemlich klein, ne? Das hier ist... Ah ja, das ist die kleine Truhe. Die anderen sind noch kleiner. Die haben nur zwei Reihen, ne? Also wir müssen immer noch so ein bisschen priorisieren, was wir hier reinpacken. Da gibt es so ein paar Dinge, die wir anderswo speichern und lagern müssen. Die können wir mal rausnehmen. Das getrocknete Fell weiß ich jetzt nicht. Die Runen vielleicht rausnehmen. Und... Teer und Harz und so gehört da eigentlich rein, ne? Feuerstein, Wachs. Da muss ich dann irgendwie noch sortieren. Oh Mann, wir haben einfach immer zu wenig Platz. Ziemlich viel Metallschrott haben wir auf Lager. Das sieht gut aus, ne? Miasma-Holz brauchen wir ganz dringend. Müssen wir, glaube ich, irgendwie im Miasma unten ernten. Vielleicht da Bäume fällen oder so. Das müssen wir mal checken, wo wir das herkriegen. Da brauchen wir echt viel von. Und jetzt gucken wir mal hier, was der Schmied für uns hat. Der hat nämlich auch ganz viele neue Rezepte. Wir können hier jetzt, neue Tools herstellen.
Holzfäller Schuttaxt, was auch immer das heißen soll. Aber die ist besser als die, die wir hatten. Die macht auch 17 Schaden. Mehr als unsere Waffen. Die würde ich mir mal herstellen. Kostet Metallschrott, mehr als mal Holz. Spitzhacke, kostet auch mehr als mal Holz. Wir haben nur zwei, ne? So ein bisschen priorisieren. Die Waffe würde ich mal herstellen. Die kostet Nägel. Da können wir uns ja noch ein paar herstellen. So. Dann stellen wir uns jetzt einfach mal diese Axt her. Die Spitzhacke. Die Stachelkeule. Neue Waffe. Dann gibt es hier dieses Kämpferset. Dafür brauchen wir dann Metallplatten. Da haben wir aber schon so ein bisschen vorgesorgt. Wir haben jetzt ein paar Metallplatten auf Lager. Das kostet halt auch wieder Metallschrott, die herzustellen. So. Und dann würde ich auch so ein bisschen Rüstung direkt mal upgraden. Wir haben ja so ein paar Lumpen an, die nicht viel bringen. Zum Beispiel an den Füßen. Boah, ist das gut. Oder die Brust. Das Problem ist, das kostet ganz viel Harz. Und wir haben ganz wenig Harz. Das heißt, wir können uns sowieso nur ein Teil herstellen. Das kostet weniger Harz hier, das Brustteil. Und bringt viel mehr. Und die Hose kostet gar kein Harz. Wir stellen mal die Hose her. Und mehr geht dann eh nicht, weil dann wieder Ressourcen fehlen. Geht das? Fehlt uns was? Haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, oder? Irgendwas hat nicht gepasst. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal das Gerät. Ah, das testen wir dann gleich nochmal. Wir schauen nochmal kurz, warum es nicht funktioniert hat. Das wundert mich jetzt gerade. Kämpferset. Das ist auch irgendwie durchgekreuzt, ne? Gepolsterte Hosen, Inventar. Wir haben das Fell, wir haben das Garn, wir haben die Metallplatten. Wir dürfen aber noch nicht. Müssen wir vielleicht hier noch ein Dach draufsetzen oder so, dass der zufrieden ist? Der wollte nämlich ein eigenes Schmiedezimmer quasi. Und das haben wir noch nicht so wirklich erfüllt. Wir nehmen mal die Steinblöcke und bauen dem da halt schnell so ein Dach drauf. Mal gucken, ob das irgendwas ändert. Er hat sich mal beklagt, dass er kein Dach hat, glaube ich. Man muss denen schon zuhören, den NPCs. Die haben auch ihre Ansprüche. Nicht zu knapp. Bam. Schmied will eine Werkstatt, okay. Vielleicht hat das jetzt den Ausschlag gegeben. Schauen wir mal. Speak up! Speak up! Ich will jetzt meine Rüstung, Freund. Ja, das hat's gemacht, okay. Das war das Problem. Stand halt nicht mit dabei, musste mal so ein bisschen rätseln. Aber, oder halt den Leuten zuhören, ne? Geht auch. Bam, jetzt haben wir nämlich die Hose. Handschuhe haben wir gerade aus Fell gecraftet. Die lassen wir jetzt erstmal. Wir müssen ein bisschen priorisieren. So, jetzt wird getestet. Wir haben ziemlich viel hergestellt. Also wir haben einmal dieses Baugerüst. Das würde ich mal hier vorne mit hinstellen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir hier so ein Gerüst haben. Dann kann ich da so ein bisschen drauf rumtoben. Auf den ganzen Sachen. Mach's mal so. Mega. Dann können wir jetzt hier oben drauf kraxeln. Und von hier oben auch ganz gut zum Beispiel das Dach reinsetzen. Da können wir dann drüber hopsen. Dann nehmen wir hier die kleinen Dächer noch. Bam, bam. Genau, dann haben wir überall Dächer drüber. Hat das den Komfort erhöht hier drin? Mal schauen. Nö, der ist immer noch auf Level 5. Egal, Dach braucht kein Mensch, ne? Gut, das ist das Baugerüst. Dann haben wir ja jetzt die neuen Tools. Wir haben die Spitzhacke und die Axt. Die ist hier unten gelandet. So. Den Hammer lasse ich dann auch hier. Also wir müssen ein bisschen weniger Zeug mitnehmen das nächste Mal, wenn wir rausgehen. Und dann können wir jetzt die Bäume fällen. Okay, ich merke keinen Unterschied. Das dauert genauso lange wie vorher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo der Vorteil ist. Vielleicht hält die ein bisschen länger? Ich bin enttäuscht. Vielleicht braucht man ein bisschen weniger Ausdauer. Es sieht auch nicht so aus. Es braucht genauso lange wie vorher. Die ist halt nicht viel besser wahrscheinlich, ne? Vielleicht schlage ich zweimal weniger oder so. Ich weiß es nicht. Es dauert auf jeden Fall immer noch lange, die Bäume zu fällen. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt neue Abbautools. Und können wieder Holzscheite organisieren.
Jawohl, da kam gut was runter. Bam, bam. Nehmen wir alles mit. Okay. Ja, und die werde ich wahrscheinlich schon immer mitnehmen, weil zum Miasma-Holz sammeln unten im Miasma ist, brauchen wir wahrscheinlich die Axt, denke ich mal. Und wenn wir irgendwie Vorkommen finden, Erzvorkommen oder so. Das war der Schmied, der hier rumgebrüllt hat. Dann brauchen wir ja diese Spitzhacke. Also wir sollten die, glaube ich, schon mitnehmen. Die lasse ich mal in der Hotbar. Jetzt rüsten wir mal die neue Hose aus. Bam, die hat, glaube ich, so viel Rüstung wie unser restliches Zeug zusammen ungefähr. Statusdetails. Ah, da können wir dann gucken, was die Buffs bringen. Buffs, nichts Erwähnenswertes. Okay. Die Attribute. Können wir hier gucken? Da sehen wir auch die Rüstung, oder? Wo ist hier die Rüstung? Nee. Widerstand? Ach doch, hier. Magiewiderstand. Physischer Widerstand 55. Also die Hose bringt die Hälfte ungefähr. Sehr cool. Als nächstes brauchen wir dann die Brust. Und ansonsten die Schuhe natürlich. Das ist auch noch so zerrissenes Zeug. Das sieht schon besser aus, ne? Da müssen wir mal dranbleiben. Also wir brauchen Metallschrott ohne Ende, damit wir so Platten herstellen können. Gut. Dann haben wir uns ja noch die neue Waffe hergestellt. Die hat jetzt 17 Schaden, hauptsächlich Wucht. Und das ist deutlich mehr als unser Streitkolben. Ich würde das Schwert mal ersetzen, den Streitkolben als Backup-Waffe mitnehmen, weil die alle nicht so haltbar sind. Und dann können wir ja mal testen, wie man die upgraden kann, die Waffen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir könnten ja jetzt den... Oh, wir können das Ding nicht upgraden, glaube ich. Nur das rostige Schwert. Oder den Bogen oder die Axt. Das ist ja doof. Also selbst hergestellte Sachen kann man wohl nicht upgraden. Dann lassen wir das halt, ne? Also wenn wir mal was richtig Gutes finden, dann können wir das mal versuchen mit dem Upgraden. Aber das steht ja eigentlich auch dabei, was man kriegt. Also es kostet so Runen. Die kann man, glaube ich, auch anders gut verwenden. Und man kriegt so einen Angriffsbonus. 2 Giftschaden, 2 Schnittschaden. Beim Bogen kriegt man Hinterhaltschaden, wenn man die Leute in den Rücken schießt. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine stärkere Waffe. Das ist ganz cool. Und da müssen wir mal die Augen offen halten, dass wir vielleicht eine coole neue Waffe finden. Es gibt ja super viel Zeug zu finden. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Rüstung. Das heißt, wir sollten nicht mehr so schnell sterben. Es wird nämlich jetzt gefährlicher. Je weiter wir hier weggehen, desto spannender wird das Ganze. Ich glaube, ich werde jetzt mal ordentlich wieder Ressourcen sammeln. Davon brauchen wir einfach noch viel mehr. Und dann gehen wir mal runter in dieses Miasma und gucken uns da so ein bisschen um, was es da so zu holen gibt. Ich gehe auch ganz oft hier in diese Katakomben. Das sind tatsächlich so mit die schönsten bei uns. Wir können mal die Waffe schnell testen, was die so drauf hat. Ich glaube, ich war hier schon. Das ist immer das Erste, was ich mache. Ja, wir haben schon leer geräumt. Hier unten schnell leer räumen. Ah, da ist aber schon wieder was. Bam, bam. Aber keine Typen scheinbar. Ist alles ruhig. Ich sehe nichts. Ja, ist alles noch leer geräumt. Nichts zu holen. Was war dann hier in der Ecke? Das war schon nachgewachsen. Dann können wir die Waffe nicht testen. Vielleicht gibt es einen Wolf in der Gegend. Da oben gibt es so ein kleines Lager, das die Wölfe jetzt quasi für sich genommen haben. Da ist ein Wolf. Die sind hier überall. Okay, wir schaffen es jetzt mit 2 Schlägen, so ein Wolf. Perfekt. Das ist schon ein ordentliches Upgrade. Wo ist denn das? Da oben ist die Wolfshöhle. Ich hab sie. Moment. 2 Schläge für einen Wolf. Der hatte gar kein Fleisch für uns. So. Nehmen wir alles mit. Der hatte auch kein Fleisch. Heute gibt es irgendwie kein Wolfsfleisch. Warum auch immer. Aua. Hab ich gebissen. Tollwütige Wölfe. Genau, hier ist die Wolfshöhle. Die ist gut zum Garn herstellen. Hier gibt es ziemlich viel so Kraut. Ja, ich brauche wirklich nur 2 Schläge. Der hatte jetzt ein bisschen Fleisch dabei. Ja, hier liegen irgendwie so Überreste. Und mehr gibt es ja eigentlich auch nicht. Aber hier wohnen die Wölfe. Gut. Ja, dann werde ich jetzt ordentlich Ressourcen sammeln. Das, was vorangeht.
Und dann erkunden wir mal das Miasma unten und bauen halt die Burg auch aus. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich würde halt auch gerne mal so ein bisschen an der Burg weiterbauen. Glühwürmchen. Nee, Stein. Das ist eigentlich auch super easy. Hier gibt es ganz viel Stein zum Sammeln. Da muss man einfach mal so eine Runde drehen und den ganzen Stein mitnehmen. Dann kann man wieder ein bisschen bauen. Und vielleicht was mit den Katakomben. Es gibt so viel zu tun. Aber das Bausystem ist schon mit das Coolste an dem Game. Wobei hier eigentlich alles ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, das Kampfsystem ist auch ultra cool. Ich kann da nicht wirklich viel dran aussetzen. Ich habe echt einen riesen Spaß dran. Und ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen dran. Für heute würde ich sagen, lassen wir es trotzdem mal gut sein. Wir waren ziemlich lange unterwegs, haben viel erkundet. Wir sind schon wieder 2 Tage unterwegs. Wir haben wieder so ein bisschen abgegradet. Wir haben jetzt auch einen Zauberstab und einen Bogen. Der Zauberstab wird sicherlich funktionieren mit der Munition, die wir gefunden haben. Und dann auch extrem viel Schaden machen. Ne? So um die 50 pro Schuss, vielleicht sogar mehr. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ob das irgendwie mit dem Zauberstab skaliert, die Munition. Auf jeden Fall macht das scheinbar ultra viel Schaden. Aber das ist auch selten. Die Munition ist selten. Und ich glaube, wir haben noch kein Item gefunden, was selten ist, außer der Munition. Deswegen glaube ich, dass wir davon nicht viel finden. Die Runen sind selten. Wenn das so blau ist, dann ist das seltene Qualität. Das ist hier die Waffenkiste. Genau. Das ist das einzige Blaue, was wir haben. Also, das ist was Besonderes. Das sollten wir uns für Bossfights oder so aufheben, denke ich mal. Aber das werden wir auf jeden Fall noch testen, wie das mit dem Zauberstab funktioniert. Vorerst habe ich jetzt mal den Bogen dabei mit Holzpfeilen, damit wir die Explosivfässer zerschießen können. Und ich glaube, dann skillen wir so ein bisschen Richtung Nahkampf. Berserker-Mode oder was? Sprungangriff, wie wär's? Können wir jetzt freischalten? Machen wir, oder? Mit der Nahkampfwaffe können wir einen Sprungangriff ausführen. Kostet Ausdauer nach dem Waffengewicht. Okay. Let's go. Okay. Ich glaube, das ist er. Easy peasy. Der springt senkrecht nach unten und haut auf den Boden. Werden wir testen. An den fiesen Untoten im Miasma unten. Mal schauen, was die dem entgegenzusetzen haben. Für heute war es das aber erstmal aus Enshrouded. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, damit ich Bescheid weiß. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.